Hallihallo, ich bin wieder am Start. Und zwar, kack mein Schicki, Stefan. wenn's abkockt. Ich wollte mit euch zusammen eine Mini-Palette austesten. Und zwar habe ich mir. Na, 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 ihr sollt ja nicht sehen, was ich mir noch gekauft habe. Ich habe mir eine kleine Palette gekauft. Total süß. Von Nabla. Nude. Cutie Palette. Palette sieht so aus. Voila. Super schicke Farben, wirklich 1A. Ich bin super gespannt, wie die sein wird. Es ist auch ein relativ hochwertiger Spiegel drin, was mich wundert, dass es die ganze Palette ausfüllt. Ich habe heute schon unzählige Testvideos am Laufen gehabt, muss ich schon gestehen. Das wäre nicht der erste Look heute. Aber ich hatte einfach Bock, heute ist Sonntag, da hab ich einfach Bock, ein Style und Talk zu machen, so wie sonst auch immer. Ich trage mir natürlich meinen Primer auf. Und ich fand die Palettenkollektion echt süß. Erst dachte ich, ich brauche das nicht. Das sind zwei Paletten, aber ich brauche sie. Ich brauche sie. Kostet 23 Euro, glaube ich. Relativ teuer für so ein kleines Scheißerchen. Also mehr als 15 wollte ich eigentlich nicht ausgeben, aber gut. Was soll's. Super süß, wirklich auch zum Mitnehmen, weil man so oft irgendwas mitnehmen muss. Tolle Alltagsfarben, deswegen hatte ich sie mitgenommen. Ich habe erst gedacht, die Korall brauche ich nicht, aber die nervt mich, dass ich sie noch nicht habe. Es nervt mich, ja. Ist so ein Schieberle dabei? Weiß nicht, wen es interessiert. Ich brauche es wahrscheinlich. Ja, schützt schon so ein bisschen die Palette. Wenn sie dann noch eingeschweißt wäre, würde mich das nerven. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das wieder reinkriege. Anscheinend nicht. Ah, doch. Denn ich teste heute mal eine Foundation, wo ich nicht weiß, ob sie überhaupt zu mir passt. Oh. Die hat sich schon ein bisschen verabschiedet. Die ist übrigens von Catrice. Made to Stay. Noch was. Ich muss mal gucken, ob die Farbe mir passt. Ich denke, das wird so eine Winter-Foundation sein. Aber. Ich habe hier noch so ein Tübchen, die 128 von Mimili ist mir einfach zu dunkel. Das war so eine Idee, dass ich die zwei zusammenmische, was einfach dann wahrscheinlich der perfekte Hautton für mich sein wird, weil das hier ist ziemlich tot. Ja, heute steht überhaupt nichts mehr an. Wir haben 20 Uhr, es geht eigentlich ins Bett und ich bin auf den Trichter gekommen, diese Palette jetzt auszuprobieren, weil ich dann gedacht habe, ich könnte mein Haul machen oder eventuell, wenn ich dann noch Zeit habe, mein Projekt, aber dann muss wahrscheinlich mein Sohn ins Bett. Und, oh Gott, bin ich pastös. Gott, das kenne ich gar nicht mehr. Also Foundation geht noch, riecht noch einigermaßen, aber ich bin super pastös. Halleluja, so pastös war ich schon lange nicht. Okay, wir benutzen heute wahrscheinlich keine Eyeshadow Base, sondern ich habe so eine pastöse. Ich brauche nicht mal einen Concealer mit dieser Foundation wahrscheinlich. Oh Gott, was habe ich mir da eingebrockt? Eine Foundation, die ich nicht platt machen kann, weil sie mir nicht gefällt. Ja. Also es wird definitiv keine Lieblingsfoundation, nicht in dieser. Naja, es ist, wie es ist. Bisschen Aquaspray. Wesentlich angenehmer als das von Balea. Ich muss das unbedingt. Unbedingt mal hier so ein bisschen. Ja, ich weiß es nicht. Meine Haut ist auch natürlich heute empfindlich nach drei Looks. Welche wäre das nicht? Gott, ich war schon lange nicht mehr so hochdeckend unterwegs. Jetzt gerade aktuell. Halleluja. Und mein Auge macht mir auch Probleme, aber ich hoffe, dass wir schaukeln das Pferd. Ich benutze ein Puder, das ist von Essence aufs eine LE. Das ist sehr mattierend. Und angeblich transparent. Und das riecht so lecker. Das riecht echt nach Valentinstag. So, wenn ihr wissen wollt, wie Valentinstag riecht, dann ist es dieses Puder. Das riecht. Da ist auf jeden Fall irgendwas drin, was
gut riecht. Boah, ich habe keine schöne Haut mit davon, der ist null. Gott, sehe ich zugespachtelt aus, aber... Was man nicht alles tut. Ich gehe ganz leicht über mein Auge drüber mit dem Puder, damit wir einfach die Foundation auch dort setzen können. Ich denke, wenn man einen Alltagslook macht, hat man nicht so viele Erwartungen. Also ich habe nicht so viele. Oh Gott, ich muss mal... Moment, ich muss erstmal bronzen. Das mache ich gerade mal mit dem Hula. Ich habe hier zu Hause zu viel Auswahl. Ich benutze zu viel anderen Kram. Ich bronze mein Gesicht, weil ich finde, ich sehe einfach furchtbar aus. Furchtbar abmattiert und furchtbar mit also dieser für alle, die Full Coverage wollen. Oh mein Gott. Ich will nicht wissen, wie man aussieht, wenn man einem begegnet. Ja, so wie ich Camouflage ins ganze Gesicht und los geht's. Schnell mal die Augenbrauen. Ich bin so geschockt von meinem Hautbild. Vielleicht wirkt das in der Kamera total easy und peasy. Aber wenn ich nah dran gehe, ich weiß es nicht. Gerade sind Stürme von Eiskönigin war natürlich Olaf. Die hat genau meinen Humor. So, ein bisschen ausblenden. Und diese Palette, ich stelle mir damit einen schönen Glamour-Alltagslook vor. Oder soll ich doch? Nee. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Machen wir nicht. So, jetzt aber Dalli Dalli hier mit dieser kleinen süßen Palette. So, das war ja die Nude Edition. Dann gibt es noch die Coral Edition. Vier Matte, was ich so sehe, so Semi-Matt-Geschichten. Ich habe keine Ahnung, ich muss unbedingt in meinen Pinsel da rein, weil erst dann kann ich sagen, ob das matt ist oder nicht. Ich kann euch die auch gleich mal swatchen. Ich hoffe, ich verplan das nicht. Ich benutze zuallererst den hier. Das ist, ja, ist das ein mattes Braun? Nee, das ist kein wirklich mattes Braun, das ist sowas Semi-mäßiges. Und trage mir das erstmal hier so in der Lidfalte auf. Da. Mal kurz gucken, ob das matt ist. Nee, das hat noch so ein bisschen Spiel drin, ne? Ich hoffe, ihr erkennt das. Und ich finde, Alltagslooks dürften eigentlich nicht länger als 10, 15 Minuten gehen. Man kann sich natürlich für den Alltag immer Zeit lassen, ne? Also was heißt immer? Ich meine, wenn man früher aufsteht, kriegt man das sicherlich hin. Meine Mutter zum Beispiel, die steht um 4 Uhr auf, die hat keinen Bock drauf. Was ich auch total verstehe. Ja? Also das Höchste der Gefühle ist dann ein bisschen Farbe. Und dann ist gut. Ich weiß nicht, ob das so die erste Schicht ist. Das wirkt so seltsam. Ich hoffe, ihr seht das. Es ist so wie abgetragen jetzt. Wobei es sich nicht so schön anfühlt. Scheiße, ich habe die Dose of Colors Palette verpasst. Oh nein, das ärgert mich jetzt zu Tode. Die war noch so günstig. Und die wollte ich unbedingt. Die Dose of Colors Lidschatten sind echt klasse. So. Total, ja, so könnte man es eigentlich schon lassen, Lidstrich oder ein bisschen Wimperntusch, fertig. Geht auch, es geht alles, wenn man möchte, ne? Also zumindest im größten Teil geht das alles, wenn man will. Wenn man Bock dazu hat, geht das meistens. Ich hole noch mal einen Pinsel dazu, das wird sonst nichts. So, ich habe ein paar saubere Pinsel, die sehen ein bisschen fuschi, fuschi, fuschi aus. Dann möchte ich das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen dunkler machen und dann bleibt uns nur noch dieser Ton hier. Und da gehe ich mit dem Morphe M433, der ist so ein bisschen eckig irgendwie. Also, ja, schwer zu beschreiben. Warum habe ich jetzt meinen Spiegel gedreht? Keine Ahnung. So, und gehe so ein bisschen hier in die Ecke. Das sind so semi-matte Geschichten, also semi
bedeutet ja auch nicht ganz matt und nicht ganz schimmernd. Und so würde ich sie auch tatsächlich beschreiben. Ich finde sie nicht. Sie haben weder das eine so arg, die äußeren, ne? Die zwei und die zwei. Noch. Entweder haben sie noch so eine Schicht irgendwie vom Pressen erhalten. Oder. Weiß ich nicht. Ich würde auch gern mal so einen Look schminken, was ich tue, damit ich mehr vom Lidschatten habe. So eine Art wie. Ja, jeder hat ja so seine Schminktechniken. Ich habe bei anderen mal reingeschaut und ich finde, ja, wir haben alle irgendwie was dasselbe, aber doch jeder hat irgendwas anderes, so was er gerne mag, um seine Schlupplidas zu machen und was er empfehlen kann, ne? Also ich finde schon einen sehr sweeten Look. Sehr alltagstauglich, wirklich. Also wirklich, diese Palette ist super alltagstauglich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, um so alltagstauglich wie möglich noch zu bleiben, ich gehe in diesen Goldton. Also der ist wirklich. Der ist Butter oder sowas in der Art. Weiß es nicht. Auf jeden Fall. Super schön. Ich möchte in dem Alltag mittlerweile auch mal gerne was Knalliges auf den Lippen haben. Ich bin ja eher die Tante, die ein auffälliges Augen-Make-up hat und deswegen meistens zurückhaltende Looks, also Lippen trägt. Aber irgendwie gefällt mir das natürlich auch mal, einen nudigen Look zu tragen und dann aber auch auffällige Lippen. Die Palette ist so, so sweet. Ich versprühe mal mein Gedöns hier an, um zu gucken, was dann passiert einfach. Ob dann mehr passiert oder es gleich bleibt, weil dieser Lidschatten unglaublich puh. Also, das ist so wie flüssiges La, keine Ahnung, Lava oder so. Schaut mal, was dann passiert. Dann würde nämlich noch flüssiger. Das Problem ist, die werden dann flüssig. Also sie werden flüssig und legen sich dann so ein bisschen in die Fältchen, was ich nicht ganz so geil finde. Das ist ein wunderschönes Bronzer Altgold. Gefällt mir richtig gut. Und dann würde ich in dieses. Ja, was bist du eigentlich für eine Farbe? Sie sind. Ja. Diese Farbe hier, ob ich sie mir im Innenwinkel auftrage? Nee, ich trage mir das Rosé. Rosé. Bisschen. Ja, ich finde eindeutig, hier fehlt noch ein ganz, ganz heller Ton. Die sind zwar hell, ja, aber nicht so bam in your face hell. Ich nehme das Gold nochmal und trage es nochmal da drüber auf. Und dann nehme ich mir das Braun und trage mir das Braun hier so auf, damit ich das einfach die dunkelste Stelle deklarieren kann. Und fegt mir den Schrott hier weg, was eigentlich auch gut funktioniert mit diesem weichen Puder. Muss ich schon sagen. Also man sieht gleich, es wurde benutzt, ne? Weil das so. Ich weiß es nicht, das ist so. Huhuhu. Schaut mal bitte, ich bin nur kurz rein. Also ich meine, das ist der hier. Das Schwarze haben wir noch nicht benutzt, das können wir auch gleich noch benutzen. Rosa haben wir, welches haben wir da nicht? Das da. Doch, das haben wir auch. Das da. Doch, das haben wir hier. Das habe ich da noch nicht geswatcht. Ach, das Rosa. Das Rosa hier. Seht ihr, wie kompliziert es ist? Sag ich nur. Tolle, richtig geile Alltagspalette. Also dieses Format vor allen Dingen, ne? Das ist so klein und kompakt und man kann es einfach schnell einpacken und gut ist. Und man braucht sich kaum Gedanken über sein Leben machen, was man mitnimmt, wenn man irgendwo schnell hin muss. Also wenn ich jetzt schnell auf die Arbeit muss und gerichtet sein muss, was für mich einfach, ja, dazugehört im Alltag, würde ich die auf jeden Fall mitnehmen. Auf jeden Fall. Und ich habe verpennt,
zack in die Tasche. In der Pause wird sich dann gerichtet, ganz einfach. Dann gucken wir mal, wie gut dieses Schwarz auch performt. Und zwar habe ich hier irgendwo mal so ein... Ja, ich schmier mir garantiert noch irgendwas ins Gesicht. Ich benutze den Pinsel hier, den mache ich vorher mal kurz so ein bisschen sauber. Benutze Schwarz. Die sind von der... Ich kann mir den Pinsel die Lidschatten ein bisschen schieben. Ob ich das mit den anderen kann, also bisher konnte ich das mit dem Schwarz und mit den zwei Mitteltönen sehr, sehr extrem. Was ich fast schon erschreckend finde. Ein bisschen Wimpernkranzverdichtung. Schadet nicht im Alltag, ne? Mein Auge ist super empfindlich auf der Seite. Muss gar nicht so ordentlich sein. Dann können wir mit diesem Dunkelbraun nochmal mit diesem Pinsel, wo wir auch das Schwarz aufgetragen haben, einfach nochmal da rein. Und ein bisschen dieses Schwarz ja wieder zurücknehmen. Dass man schon sieht, dass man was drauf hat, aber halt eben nicht so extrem. So. Ja, ich freue mich. Mir würde persönlich noch ein heller Highlighter fehlen. Im Augeninnenwinkel. Also ich meine, gut, wir haben jetzt genug. Wenn ich aber nur diese Palette haben würde, würde ich mir tatsächlich trotzdem irgendwas für den Innenwinkel holen. Ich trage mir Mascara auf. Und zwar ist einer meiner Liebsten gerade diese, ich finde einfach extrem, können sie die Wimpern einfach extrem so grapschen. Also, sie nimmt halt an der Wurzel direkt, ne? Und das Bürstchen ist so kontrollierbar. Also derzeitig wirklich ein Favorit von mir. Was habe ich jetzt hier gemacht? Also, es ist natürlich gerechtfertigt, es ist auch keine 23 Euro. Nein, aber ich finde es eine tolle Qualität, diese Lidschatten sind so semi, ja, ein Alltagslook. Ich meine, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr die Palette da habt, dann probiert's mal. Einfach so ein easy peasy Look. Es funktioniert einfach. Man kriegt es sicherlich mit Essence auch hin. Will ich gar nicht abstreiten. Um Gottes Willen. Ich finde, Essence hat sich in den letzten Jahren aber Halleluja gemacht. Ich weiß noch, als ich hinter Essence immer hergejagt bin an den LEs, mache ich heute gar nicht mehr. Wenn ich was nicht bekomme oder denke mir, ja, dann kommt sie in der nächsten LE dann auch raus. Oder dann liegt sie halt im Standardsortiment oder sonst was. So. Das hätten wir schon mal. Und um diesen krassen Look-Effekt zu haben. Wuhu. Benutze ich ein Um ehrlich zu sein, ich benutze so, so selten Lip Liner, deswegen mache ich euch nichts vor. Ich habe so viele auch ausgemistet, weil es einfach... Und trotzdem hätte ich zu viele, weil ich sie ja eh nicht nutze. Verrückt, was man so entdeckt. Der ist richtig schön. Ich habe den schon ewig nicht mehr drauf gehabt. Ich glaube zu Weihnachten. Der ist von Sleek. Der ist von Sleek. Me Matte
6 Milliliter sind drin. Es ist eine Lip Cream und die Farbe ist Rio Ya Red. Ja. Und das knallt halt auch richtig, ne? Ich persönlich würde ja nicht sagen, dass es eine Lippencreme ist, wie es dort stimmt. Also ich finde, es ist schon Liquid Lipstick ähnlich. Aber ich finde, das passt einfach zu diesem Look, ja? Ich zoome euch mal wieder raus. Ich hoffe, ihr habt alles gesehen. Ich bin relativ hell, trotz alledem, dass ich eigentlich nicht überbelichtet bin. Das muss ich aber auch irgendwie mal ändern. Das nervt mich nämlich, dass ich so hell bin, obwohl ich gar nicht so hell sein will. Das ist dieses Puder. Das kann ich nur tagsüber tragen, also gar nicht für den Abend so gedacht. Dann, meine Lieben, möchte ich nochmal das Highlighter Powder mit euch austesten. Ich hatte hier auch mal einen sauberen Pinsel mitgenommen extra. Da ist er ja. Und ihr seht ja, mein Gesicht ist relativ, ja, das ist zum Beispiel ein Look, den ich auf der Arbeit tragen würde. Rote Lippen, ja, es ist immer schwierig, aber ich finde, es geht. Wenn man die Möglichkeit hat, auch mal reinzuspickeln, es ist halt immer so ein, ja, ich würde es nicht immer tragen. Deswegen heute, ich möchte den hier ausprobieren. Das ist von Anastasia Beverly Hills. Eine Palette. Und ich wollte einfach gucken, ob die Farben überhaupt taugen, auch für Hellhäutige, weil ich ja relativ hell jetzt gerade im Gesicht bin. Also schon schwierig, aber machbar. Schaut mal, also man sieht schon ganz eindeutig, dass es so ein... Ich finde, wie kann man bitte einen grauen Highlighter rausbringen? Oder einen, der so grau schimmernd ist. Ich möchte das mal ansprühen, um auch den ultimativen Test zu machen. Ich sprühe aber diesmal nur einmal an. Ja, das ist so leicht feucht dann. Und, aber ich glaube, das sieht man ganz gut, ne? Dieses lila Schiff da, das, oder dieses gräuliche, das mag ich ja persönlich gar nicht so. Also ich weiß nicht, wer diesen, ja, lila Schiff da so mag. Also ich nicht. Und man sieht auch... Kussecht, es ist schon kussecht. Das waren jetzt nur so die innerlichen Stückchen. Ich finde, das ist schon eher ein Liquid Lipstick. Und keine Lippencreme, aber ich mag diese Farbe unheimlich. Und ich habe jetzt total den Fleck hier. Allgemein im ganzen Gesicht. Naja. So, mein Look. Ich bin zufrieden mit dem Augen-Make-up, muss ich schon sagen, was ich jetzt hier mit dem Gesicht gemacht habe. Finde ich mal gar nicht gut. Aber ja. Ja, finde ich cool, die Palette. Ist auf gar keinen Fall ein Must-Have, aber wenn man sich das gönnen will, wieso nicht? Ich finde es cool, ich werde sie bestimmt öfters benutzen, als ich meine. Denn so eine Nude-Palette nutze ich dann doch öfters als so eine kunterbunte. Deswegen bereue ich den Kauf im Moment nicht. Aber eine Essence-Palette tut es auch. Also es ist jetzt nichts Spektakuläres auf meinen Augen passiert, was nicht ein anderer Lidschatten hätte auch tun können. Also, ja. Okay, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, kurz und knackig. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ihr Lieben.